Was zu tun ist? Ja. Natalie. Okay, bevor wir anfangen, möchte ich auch noch mal ein paar Wörtchen sagen. Eure Kinder haben in 4 Tagen 6 Stücke gelernt. Noch nie waren die an irgendein Instrument. Manche von denen waren schon mal an Instrument, die anderen aber nicht. Bitte dafür einen ganz, ganz großen, dicken Applaus für alle. Alle auf diese Bühne. Ihr könnt richtig, richtig stolz auf eure Kinder sein. Und jetzt spielen wir das Lieblingsstück von der Band. Und zwar TNT von AC/DC. Gitarren, seid ihr bereit? Böse sein. Böse sein, böse sein. 2 vor. Die Gitarren fangen an. 1, 2. 1, 2. Gitarren im Moll. 2, 3, 4. 2, 2. Schlagzeug, Puls. Und Snare dazu. 1, 2. Die ganze Band. See me ride out of the sunset on your
mega gut, Leute. Wir hatten anfangs ein bisschen Schwierigkeit mit euren Kindern. Die konnten zu diesem Song gar nicht böse sein. Überhaupt nicht. Gar nicht. Aber jetzt guckt euch das mal an. Richtig gut, Leute. Sehr gut. Jetzt zeigen wir euren Kindern, beziehungsweise jetzt zeigen wir euch, dass eure Kinder auch nett sein können. Eure Kinder sind nonstop nett. Nonstop. Deswegen lieben die dieses Stück. Sweet About Me. Jeder, der schon mal einkaufen gegangen ist, kennt diesen Song. In- und auswendig. Kommt zur Ruhe, Leute. Willi beginnt. Zwei vor. Eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier. Gitarren, noch vier, noch drei, noch zwei, noch eins, zwei, jetzt geht's los. Bässe, noch vier, noch drei, noch zwei, noch eins, zwei, jetzt geht's los. Noch vier, noch drei, noch zwei, noch eins, zwei, jetzt geht's los. Drummer, noch vier, noch drei, noch zwei, noch eins, zwei, jetzt geht's los. Ich geh zu Tisch. It's a better place when it's upside down, boy. It's a-
Großen Applaus für alle Sänger hier vorne. Wunderschön. Super. Nächstes Stück. Ein Klassiker von den Rolling Stones. Jumping Jack Flash. Hihi. Was? Ja. Okay, dann lösen wir erstmal das Problem mit den Keyboards und dann fangen wir an. Okay. Wir haben nur ein technisches Problem. Nein. Psst, hey! Ich brauche mal alle Ordner und alle Roadies, alle Sänger, alle Bassisten, alle Gitarristen, alle Keyboards, alle Saxophone, einfach alle in der Band, die jetzt zur Ruhe kommen. In 3, 2, 1, Ruhe. Ich bin geil. Ich hole mir einfach einen Text. Das Problem ist, meine Eltern stehen da. Ich bin hier. Meine Eltern haben mich nicht gesehen. Meine Eltern stehen super. Da. Dann machst du Glück. Dann sehen die sich noch wenigstens nicht. Wir haben ein kleines technisches Problem, nämlich irgendjemand den Stecker von den Keyboards gezogen, sodass man keinen Strom haben. Wir bitten um eine Minute Geduld. Dann spielen wir Jumpin' Jack Flash. Und ich frage, wer von euch ist denn noch Stones-Fan? Hand hoch! Jawohl! Yeah! Okay, Stones, Rolling Stones. Wer Jumping Jack Flash kennt, bitte mitsingen. Laut, gerne. I'm Jumping Jack Flash. It's a guess, guess, guess. Ja, genau. Ja. Weil es gibt nur eine Band, die in dem Programm zwei Songs hat. Und das sind die Stones. Und eure Kinder haben alle gelernt, dass die Rolling Stones die mit Abstand wichtigste Band des Rock'n'Rolls ist, noch vor AC/DC. Ja, ich sehe, da ist ein Mensch mit mir sehr verbunden und einer Meinung, richtig? Ja, genau. Also AC/DC hatten wir schon, jetzt kommen die Stones. Mein Bruder ist auch hier. Bitte einmal Keyboarder spielen. Okay, wir fangen an. Alle fangen an, außer die Sänger. Zwei vor. Eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier. But it's all
Wir haben auch ein deutsches Stück für euch. Und zwar Alles neu von Peter Fox. Bevor wir anfangen, natürlich möchte ich die Register einmal einzeln proben. Bitte einen fetten Applaus für die Bässe da hinten. Sie halten die ganze Band. Ganz, ganz wichtige Instrumente. Noch ein Register, beziehungsweise zwei. Es ist so schwierig, Leute, das glaubt ihr mir. Ich habe es versucht. Ich bin gescheitert. Aber die Saxophone und die Posaunen und die Trompeten haben wirklich einen ganz, ganz großen Respekt verdient. Wir fangen an. Zwei vor. Schlagzeuger, bitte rennt nicht. Eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier. Zwei, drei, vier und fünf. Bereit, die Welt zu retten, auch wenn das vielleicht schon viel gewollt ist. Hey!
tauschen ein. Und die Strophe zum 3, 4 und 1, 2, 3, 4, 1. Schlagzeuger zu mir gucken. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4, noch 4, 2, 3, 4, noch 3, 2, 3, 4, noch 2. Großen Applaus für die Schlagzeuger da hinten. Schlagzeuger, steht auf, zeigt euch. Wir haben noch ein deutsches Stück für euch. Und das kennt ihr alle. Ihr kennt bestimmt alle Vicky und die starken Männer. Natürlich kennt ihr das. Und da möchte ich bitte einen ganz, ganz großen Applaus für die Saxophonistin Liv. Sie wird ein Solo spielen. Bitte einen Applaus für Liv. So, Big Band. Big Band, wir fangen an. Bässe und Gitarren fangen an mit Intro. Zwei vor. Eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier. Na 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 na
für die ganzen Gitarristen da hinten. Nicht zu vergessen die Keyboarder. Die Keyboarder auch bitte einen großen Applaus. Ja, danke. Das Lied kann ich nicht. Es geht. Kannst du es? Oh. Ist ja gut. Eigentlich war es das, ja, außer ihr wollt eine Zugabe. Ich höre nichts. Ich höre nichts. Zu. Zugabe! Zugabe! Okay, ihr kriegt eine Zugabe, aber dafür müsst ihr bitte alle mitmachen. Ihr habt einen Text, der ist ganz einfach, Leute, das kriegt ihr hin. Oh. Wollen wir es denen zeigen? Macht mal nach. Wenn ich mich umdrehe, dann kriegt ihr euren Einsatz, okay? Ja? Yeah? Okay. So, wir haben aber noch eine besondere Sache. Und zwar kommen jetzt die Tänzer auf die Bühne. Bitte einen Applaus für die Tänzer! Wichtig für alle die Tänzer jetzt dort nicht sehen können, schaut dahin. Ihr kriegt nochmal eine extra Performance von den Tänzern. Hallo. Ihr singt erstmal. Text, könnt ihr? Das ist wahrscheinlich nicht, das ist zu schwer, oder? Elena, bevor du einfach so, ich möchte, kommst du mit mir kurz? Ich möchte einen dicken, also das, was ihr bis jetzt an Applaus gespendet war nichts. Einen dicken, fetten Applaus für diese junge Dame, die die Choreografie mit den Tänzern einstudiert hat. Ein Applaus für Elena. Möchtest du was zu deinem Register sagen? Also ich möchte den Mädels und Jungs ganz, ganz doll danken dafür, dass die alle so gut mitgearbeitet haben und durchgehalten haben. Das sind unglaublich kreative und ganz, ganz tolle Menschen. Und ich freue mich, wenn sie jetzt gleich ihre Ergebnisse nochmal präsentieren dürfen. Einen dicken, fetten Applaus für Elena und ihre Tanzgruppe. Okay. Hallo. Ich darf nicht wackeln. Die Bässe fangen an. Hallo. Ich hoffe, ihr habt euren Text nicht vergessen, ja? Okay. Okay. Mit Händen in der Luft. Zwei vor, Sanin. Einfach springen. Jetzt. Okay. Zwei vor, Bässe. Eins, zwei, nur die Bässe. Puls! Gitarre, Keyboard, Gesang. Jetzt, I'm gonna fight them all. A Seven Nation Army couldn't hold me back. They're gonna rip it off.
Every single one's got a story to tell. Everyone knows about it. From the Queen of England to the Hounds of Hell. And if I catch you coming back my way, I'm gonna sell it to you. And that ain't what you want to hear, but that's what I do. Nicht, was? Nach Hause. Hörst du das? Nothing. Kannst du was hören, Nathalie? Zugabe! Ja, ja, okay. Zugabe! Okay, dann habe ich jetzt noch einen super, super, super Schmankerl für euch. Wenn ihr mal bitte Platz machen würdet für die Tänzerinnen. Bitte Tänzerinnen! Okay. Kommt ihr bitte noch mal hier nach vorne. Band, ihr wisst Bescheid. Entspannt euch kurz. Setzt euch auf den Fußboden oder wo auch immer hin. Damit alle gut sehen können, was ihr für eine ultra coole Tanzgruppe habt. Nicht nur bei Seven Nation Army. Ordner, Roadies, Saxophonisten, Keyboarder, Gitarristen, Schlagzeuger, Bassisten, Trompeter, Posaunen und das Waldhorn und die Sänger, bitte helft mir, das System zur Ruhe zu kriegen. Und zwar in 3, 2, 1, jetzt. Nicht schlecht. Sanjin, machst du die Musik an? Danke. Ich verbrenn mein Studio, schnupfe die Asche wie Koks. Ich erschlag meinen Goldfisch, vergrab ihn im Hof. Ich jag meine Bude hoch, alles was ich hab, lass ich los. Mein altes Leben schmeckt wie ein labbriger Toast. Brat mir ein Prachtsteak, Peter kocht jetzt feinstes Fleisch. Bin das Update, Peter Fox 1.1. Ich will abschaken, feiern, doch mein Teich ist zu klein. Wir wechseln neue Reihe, weißer wie bei einem weißen Hai.
großen Türme besser massieren eure Seele. Ich bin die Abrissbirne für die deutsche Seele. Im Sack verrotten, motte die Klamotten ein und dann geh ich nackt shoppen. Ich bin komplett renoviert, Bräute haben was zu glotzen. Kerngesund, durchtrainiert, Feldmeister im Schach und Boxen. Nur noch konkret reden, gib mir ein Ja oder Nein. Schuss mit Larifari, ich lass all die alten Faxen sein. Sollte ich hier wieder kiffen, hau ich mir ne Axt ins Bein. Ich will nie mehr lügen, ich will jeden Satz auch so meinen. Mir platzt der Kopf, alles muss sich verändern. Ich such den Klopf, treffe die mächtigen Männer. Swing das Land zum Glück, kaufe Banken und Sender. Alles spielt verrückt, zitternde Schafe und Lämmer. Ich seh besser aus als Bono und bin Mann des Volkes. Bereit, die Welt zu retten, auch wenn das vielleicht zu viel gewollt ist. Zurückgehen die Sänger, bitte. Dankeschön. Dankeschön. Geht ihr ein Stückchen zurück? Geht ihr nochmal ein Stückchen zurück? So, Frau Dr. Queren, ich frage jetzt nochmal, also seid ihr jetzt satt? Also ich meine jetzt nicht das leibliche Wohl, das gibt es ja dann da hinten, ja? Aber seid ihr musikalisch satt? Das bedeutet was? Was wollt ihr denn dann? TNT. Könnt ihr die hören? Versteht ihr das? Ich auch nicht. Was wollt ihr? TNT. Okay. Hm. Was meint ihr? Sollen wir noch was spielen? Okay. Ich muss Nathalie fragen. Ich weiß nicht. Nathalie, was meinst du? Okay. Psst. Okay, ihr kriegt noch eine Zugabe. Ihr kriegt TNT. Und dann haben wir noch was ganz Besonderes für euch. Aber vorher möchte ich, dass Frau Dr. Queren nochmal hier vorne kommt und das sagt, was sie sagen möchte. Ich glaube, sie möchte noch was sagen. Ist das in Ordnung? Ein Applaus für diese Schulleiterin. Ich war
wollte gar nicht so viel sagen, sondern ich komme eigentlich, komm hier rauf. Anke, komm. So. Hallo. Ja, du kommst, eigentlich gehört zu mir. Hallo, grüß mich. Also wir wollten nochmal zu dritt hier rauf, weil dieses ganze Projekt wäre ja niemals so zustande gekommen und hätte sich niemals so umsetzen können, wenn wir nicht das Team von 48 Könige hier gehabt hätten. Und deswegen wollen wir uns bedanken bei... Ich kann nicht alle Namen auswendig. Nathalie am Dirigentenpult. Dann haben wir Security, Basel, Eugeni, Alex. Evgeni. Wir haben am Keyboard Katrin gehabt. Wir hatten Kai an den Drums und Percussion. Wir hatten Sebastian am Instrument, ja. Am Blech. Wir hatten Mauro an den Bässen. Raoul an der Gitarre. Wir hatten Sebastian am Holz. Sanji. Nico und Sanjin an der Technik. Willi an der Gitarre. Und die ganze Leitung und alles drumherum hatte und ich. Wen habe ich? Achso, ich habe noch. Entschuldigung. Also nochmal zurück. Ich habe noch Aki bei den Roadies vergessen. Und dann haben wir noch diejenige, die uns gezeigt hat, wie viel Musik als Mittel eingesetzt werden kann, um mehr zu schaffen. Und die für mich in dieser Zeit eine Freundin geworden ist, mit der ich viel in Austausch gehen konnte. Und es ist mir eine Ehre gewesen, dass ihr hier wart und eine Ehre gewesen, mit dir zusammenzuarbeiten. Und ich freue mich, wenn wir weiterhin mal wieder so ein Konzert auf die Beine stellen. Und wir wollen uns bedanken bei Sandra Weckert. Und dieses ganze Projekt, was hier dank Ihnen allen ja, unterstützt wurde, wäre aber auch nicht möglich gewesen durch diese wahnsinnige Unterstützung des Schulfördervereins, der von Jette Maas angeführt wird. Ohne die ich das alles hier auch nicht schaffen würde, oder wir. Und sie hat einen so dicken Applaus verdient. Komm her, Jette. Ja, gib mir. Den Applaus würde ich gerne weitergeben an euch und an Sie, denn ihr habt nicht zuletzt durch den aller fabelhaftesten Sponsorenlaufe dieses Ding auf die Beine gestellt. Also vielen, vielen Dank. Ihr könnt euch schön selbst feiern. Das haben wir uns verdient. Also im Namen des Fördervereins mit all seinen Mitgliedern und im Namen des Vorstands des Fördervereins vielen, vielen Dank für das alles. Ein großes Dankeschön bleibt noch auf jeden Fall und zwar an Elena. Denn die Braintree Academy, die zu uns gekommen ist, hat sozusagen gewettet, dass wir singen und musizieren können. Aber wir haben dem Ganzen wortwörtlich die Krone aufgesetzt, indem wir sagen, wir können auch noch tanzen. Und Elena, du hast dafür einen großen, großen Anteil geleistet. Wo ist sie? Ich weiß es nicht. Also Elena, du kriegst nachher noch etwas Tolles von uns. Du sollst bitte nach vorne kommen. Elena! 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 Elena!
Also stellvertretend halte ich hier mal den kleinen Shampoos hoch, in der wir uns nachher duschen werden, mit euch von der Braintree Academy. Auf jeden Fall. Also alle von euch bekommen noch ein kleines Dankeschön von uns. Ich gebe nochmal an Stefan Schmidt. Ja, liebe Gäste, ich freue mich sehr, dass wir heute so in dieser großen Runde zusammengekommen sind und wir haben so ein tolles Programm erlebt. Und ich sage nur, sowas hatten wir hier in Detmannsdorf noch nie. Das ist so großartig und grandios. Und nochmal ein herzliches Dankeschön an alle Akteure. Aber wir haben ja schon die Musiker, die haben es verdient, nochmal zu klatschen. Und alle Sänger und Tänzer. Aber ich will auch nochmal deutlich sagen, Martha Queren, oder Martha Daniela Queren, ist eigentlich die Hauptakteurin gewesen, die alles zusammengehalten hat, die Ideen geschmiedet hat und uns mit diesem Tag so viel Freude bereitete. Herzlichen Dank, Martha, dafür. Das hast du großartig gemacht. So. Ich bin mit durch. Herzlichen Dank, Frau Weckert. War hervorragend. Ja. Vielen Dank. So, vielen Dank. Jetzt, ich kann mir einen aussuchen, ist ja mega. Okay. Ich weiß, jetzt sind ganz viele Danksagungen gesprochen worden. Ich persönlich mache das jetzt 15 Jahren, mit Kindern und Jugendlichen in der ganzen Bundesrepublik zu arbeiten, um zu zeigen, wie Bildung gelingen kann. Und das kleine Detmannsdorf Kölzow hat wirklich buchstäblich die Krone aufgesetzt, weil man sagt ja, ich komme ja selber aus Waren an der Müritz, also ich bin selber auch Mecklenburgerin, ja. Und man sagt ja manchmal, also als ich klein war in Waren, da hat meine Mutter mir immer erzählt, sagt so, naja, es gibt so einen Spruch von irgendeinem Politiker, ich glaube es war Bismarck, der gesagt hat, wenn die Welt untergeht, dann geh nach Mecklenburg, da geht sie 100 Jahre später unter. Ich glaube, wir haben heute gezeigt, dass es andersrum ist. Wenn die Welt neu geboren werden soll, dann kommt nach Detmannsdorf, denn da zeigt man genau, wie es geht. Danke dafür. Ja, ihr kriegt TNT und ihr kriegt dann auch noch die Red Hot Chili Peppers, das machen wir auf jeden Fall. Aber eine Sache, eine Person möchte ich definitiv noch hier auf diesen wundervollen, tollen Dinger, wie heißt das? Hocker, ne? Hocker! Hocker holen. Und die ist in der Gruppe verschwunden, weil sie die ganze Zeit seit Mai diesen Jahres im Hintergrund arbeitet. Sämtliche Ausbildungen und Weiterbildungen, Visualisierungen für die Auswahl der systeminternen Lieder sowohl aus Lehrer- als auch Schülerschaft Sorge getragen hat und hier pausenlos gearbeitet hat. Ich habe noch nie eine Person gesehen, die so engagiert ist, die so schnell ist und die so viel Verantwortung für Schüler wie Lehrer übernimmt. Und du kommst jetzt nicht drum rum, Silva, du kommst jetzt hier auf diesen Hocker. Ein Applaus bitte für Silva Müller. Frau Müller, Frau Müller. Ganz kurz nochmal. Also ich bin, wie gesagt, ich kenne sehr, sehr viele Schulen in ausnahmslos allen Bundesländern oder auch im Ausland. Und ich muss sagen, also sowas wie Detmannsdorf ist mir noch nicht untergekommen. Und Silva hat vor drei Jahren hat Silva mein Buch gekauft, mein erstes Buch. Und dann hat sie mir erzählt von Detmannsdorf. Irgendwie. Und ich dachte, also ich wohne schon seit längerer Zeit in Neukölln, Berlin-Neukölln. Und ich sage, voila, Alter, was ist Detmannsdorf? Also, ja, da gibt es so eine coole Schule. Und ich sage so, okay, dann machen wir das. Und Silva, jetzt kannst du dich rechtfertigen, weil du bist durch den Kauf meines Buches vor 3 Jahren dafür verantwortlich, dass das heute stattgefunden hat. Rechtfertige dich. Gerne. Ja, danke. Brauche ich nicht.
Ich glaube, es braucht keine Rechtfertigung. Ich bin sehr dankbar für alles. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Und es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, mit euch zusammenzuarbeiten. Und wir rocken den Campus. Dankeschön. Ein Applaus für Silber. Nathalie, darf ich? Jungs und Mädels, gehen an eure Position. Die wollen AC/DC. Wir spielen AC/DC. Los jetzt. Zieht euch zurück. Liebe Kinder, geht ihr ein Stückchen zurück? Ein Stückchen zurück. Ich schaff das noch. Ich schaff das noch. Ich schaff das. Liebe Band, helft mir, das System zur Ruhe zu kriegen. Schlagzeuger, Gitarristen, Bassisten, Trompeter, Posaunen, das Waldhorn, alle Altsaxophone, alle Tenorsaxophone, das Baritonsaxophon, die Keyboards, die Sängerinnen, die Securities, die Roadies und das ganze Publikum bitte, helft mir, das System zur Ruhe zu kriegen, denn sonst können wir nicht anfangen. In 3, 2, 1, jetzt. Nicht schlecht. Willi, Raoul? Zwei vor. Eins, zwei. Eins, zwei. Gitarren E-Moll. Eins, zwei. Schlagzeug jetzt. Bass, 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 mit 620 Leuten, oder? Aus den Händen legt. Bitte alle Saxophonisten haben keine Ständer da. Dann Lo, Willi und Raoul, die bleiben da. Alle Keyboarder, einfach zugucken. Psst. Alle Sänger, kommt bitte zur Ruhe. Nathalie, kannst du im Team sehr viele Menschen mitarbeiten, die nicht aus Deutschland kommen. Und ihr wisst, als funktioniert hätten.
gesagt hätte. Natalie Schubert, zwar mit deutschem Namen, aber halb Serben, halb Zigan. Darf ich das sagen? Roma. Natalie Schubert ohne bosnischem Hintergrund, ohne den das nicht funktioniert hätte. Vielen Dank, Sanje, für deine super Arbeit. Programm gemacht haben. Evgeni hat bulgarische Wurzeln. Ist das korrekt? Bulgarische. Evgeni, Christoph. Und Basel Abdullah mit irgendwas Arabisches, Libanesisch, glaube ich. Hintergrund, kommt nach vorne, oder was? 15-Jährige, Mann. Ihr kommt jetzt nach vorne vor die Bühne. Und Sebastian aus Cuxhaven und Bastian, ich weiß gar nicht, wo du herkommst, ich glaube aus Berlin. Oder Willi Wocken, so ein junger Schüler, ja, so ein junger Bad Oldesloher, 8. Klasse Schüler. Ja, die kommen nicht. Detmannsdorf durchführen durften und ich habe gedacht, Pony reiten, Kinder schminken, okay, es gibt Waffeln, Essen, okay, alles, es gibt einfach alles. Ich dachte so, okay, macht mal, finde ich super, ein riesen. Wir feiern das jetzt zusammen mit einem Klassiker von den Red Hot Chili Peppers und ich hoffe, hier sind genauso viele Fans von den Red Hot Chili Peppers. Das ist ihre Heimat, sich zu verbinden mit ihrer Heimat. Und die haben ein Liebeslied geschrieben, das heißt Under the Bridge. Und das singen wir jetzt zusammen, gezeigt. Ja? Zwei vor und ihr macht bitte auch alles das mit, was ich euch zeige. Das System kommt nochmal zur Ruhe in 3, 2, 1, jetzt! Willi? Jungs und Mädels, einfach mitmachen, okay? Das, was ne? Sometimes I feel like I don't angels. Lonely as I am, together we crawl. She knows who I am. Jetzt die Meute laufen. Das ist eine super Band aus Hamburg. Wenn ihr Fragen habt, ich habe rote Haare. Haben jetzt einen ganz wichtigen Job, sobald alle von der Bühne sind. Als erstes Security, sorgt ihr dafür, dass die Sänger abgehen können. Wir sehen uns.